Und ich schnupper jetzt mal. Oh, das ist ja richtig abgefahren, Leute. Was ist das denn? Was ist das denn? Moin Whisky-Fans, heute ist wieder Blind Tasting Time. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich gucke mir das dritte Sample an von dem lieben Flo, meinem Patreon. Und zwar ist es die rot markierte Flasche. An die anderen lieben Menschen, die mir Flaschen geschickt haben und Samples, ich versuche dran zu arbeiten. Ich habe immer noch welche im Petto. Manche davon liegen schon ein, zwei Jahre. Das ist mir manchmal auch ein bisschen peinlich. Aber ich dachte mir, ich arbeite jetzt einmal erstmal diese Reihe ab, damit ich quasi die drei von Flo hier quasi durch habe. Das ist jetzt der letzte im Bunde. Der sieht sehr, sehr dunkel aus. Ich bin wahnsinnig gespannt. Das könnte eine absolute Granate werden. Ich habe von Flo bisher bekommen einmal einen Kameh, einen indischen Whisky, dann einmal einen Glenmorray 15 Jahre in der Unchill Filtered Edition. Das war sehr, sehr spannend. Und vor allem, weil ich quasi kurz vorher einen anderen Glenmorray im Glas hatte, auch den 15 Jahre alten. Ich muss gerade gucken, wie ich das Ding hier gleich aufmache. Das ist quasi die Nummer 3. Ja, und ich bin sehr gespannt. Das sieht mir hier schon so nach einer, könnte eine Fassstärke sein. Die Legs, die Tränen hier sind sehr, sehr klein. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Da bewegt sich alles sehr, sehr langsam. Das deutet immer sehr, sehr deutlich auf eine Fassstärke oder auf einen hohen Alkoholgehalt hin. Die Farbe sieht auch sehr, sehr schön aus. Könnte gut sein, dass das hier ein Single Cask oder eine Fassstärke ist aus einem Sherry-Fass, aus einem Weinfass, aus einem Portweinfass. Und ich schnupper jetzt mal. Oh, das ist ja richtig abgefahren, Leute. Was ist das denn? Was ist das denn? Okay, ich schnupper jetzt mal offiziell und versuche herauszufinden, was es ist. Die Frage ist natürlich immer, hot or scotch or notch, ist es ein schottischer Whisky, ja oder nein? Also die Tränen haben sich mittlerweile hier minimal bewegt, also wirklich ganz, ganz wenig. Und das raucht hier richtig krass. Alter, was ist das denn? Das riecht wie Schwarzwälder Schinken. Gibt es sowas? Schwarzwälder Torte gibt es, aber es gibt auch Schwarzwälder Schinken, glaube ich. Ne? Diesen abgehangenen Schinken, den man so geräuchert, gesalzen, irgendwo reinhängt im Keller. Das ist ja mega weird. Okay, also, ich sag mal so, das Erste, was mir sofort einfällt, ist Elsburn, weil das ist die einzige Brennerei, die ich kenne. Ich sag mal, ich glaube nicht, dass es ein Elsburn ist, weil ich war gerade erst bei Elsburn und ich habe sehr viele verschiedene Elsburns probiert, aber dieser Whisky riecht für mich eindeutig wie eine Reifung, wie ein Whisky, der über geräuchertem Malz, also holzgeräucherten Malz hergestellt worden ist. Also wo kein Tor verwendet worden ist für den Rauch, sondern eben Holzrauch, Buche oder sowas. Und der riecht im Grunde wie ein Kräuterschnaps, wie ein ganz abgefahrener Kräuterschnaps. Der riecht ein bisschen wie so, wie ein Fernet Branca auf Speed. Also das ist total wild. Das ist richtig wild. Ich hätte dieses Ding wahrscheinlich blind nicht mal als Whisky eingestuft, ehrlich gesagt. Wenn mir das jemand eingeschenkt hätte, hätte ich gesagt, naja, das könnte irgendwie, ja, also es ist, ich habe absolut keine Ahnung. Das könnte auch wirklich ein weirder Kräuterschnaps sein. Oder halt echt, also meine erste Idee ist deutscher Whisky über irgendeinem Holz geräuchert. Kann natürlich auch irgendein World Whisky sein, der auch über Holz geräuchert ist. Es gibt davon mittlerweile einige. Also beispielsweise, ich glaube hier Thompson Brothers haben ja aus Neuseeland haben mit einem Manuka-Holz gearbeitet. Floki beispielsweise, die nutzen Schafdung. Hier Namibia, die nutzen Elefantendung. Also hier der Onjaba, da gibt es mittlerweile echt viel wildes Zeug. Ich habe ein bisschen Angst reinzubeißen, aber ich will jetzt mal reinbeißen. Ich will gucken, ob das Ding wirklich nach Whisky schmeckt, weil es riecht ehrlich gesagt für mich so ein bisschen wie ein Kräuterschnaps-Labor. Abgefahrenes Ding. Also Flo, schon mal vielen Dank dafür. Ich hoffe, ich falle hier gleich nicht hinten oben aus dem Latschen. Aber auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Wenn das ein Whisky ist, bin ich sehr neugierig, was es ist. Cheers, auf die Helme. Aha, krass. Deutlich weicher am Gaumen, als ich dachte. Ich dachte, das zieht mir jetzt für die Fußnägel hoch. Also ist schon süffig,
ist weich. Also diese Fassstärke, hinten raus hat er eine gewisse Wucht, aber für eine Fassstärke ist er fast zu dünn am Gaumen. Krass. Okay, also beim Finish würde ich ihn irgendwo auf Anfang 50 setzen, so zwischen 50 und 55. Am Gaumen hätte ich ihn auf 43 oder 46 gesetzt, da war er tatsächlich sehr dünn. Er schmeckt sehr lecker und er erinnert mich ein bisschen an diesen namibischen Whisky über Elefantendung. Er geht auch ein bisschen in Richtung Elefantendung, aber nur ganz bisschen, nicht viel. Oder ist das vielleicht doch dieser namibische Whisky? Habe ich den Elefantenpo hier einfach verwechselt mit Holzrauch? Weil der namibische Whisky, der hat richtig nach Elefantenpo gerochen. Also ich meine, ne? Ist ja ich als Experte im Elefantenpo riechen, so. Ja, also, das ist, also, mir, das Einzige, das Erste, was mir einfällt, ist dieser namibische Whisky. Ich habe eine Probe davon. Ha, Moment, ich schnupper. Einen Augenblick. Das ist natürlich jetzt ein bisschen cheaten, aber ich schnupper einfach mal kurz gegen. Was ist das denn? Um Gottes Willen, ja, der riecht Flocken. Okay, wollen wir nicht wissen? Okay, der ist richtig unterm Arsch weg oxidiert. Der muss weg. Full Deibel. Okay, und Java Whisky nicht in Samples lagern. Keine gute Idee. Also ich habe keinen Referenzpunkt. Nee, ich sag, das ist nicht der. Der ist am nächsten an dem dran, was ich mir vorstellen kann. Ratet mal im Kopf mit, was kennt ihr noch an Whisky, der hier Sherryfass oder Weinfass Einfluss hat, der Holzrauch gesehen hat, aber der kein Torfrauch gesehen hat. Also wenn das ein Elsburn ist, würde es mich sehr wundern, weil die sind aus meiner Erinnerung vom Brennereicharakter deutlich cremiger, deutlich öliger. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es ein Whisky ist. Ehrlich gesagt. Also, oder ist das ein Schweizer Whisky oder sowas? Oder ein Skandinavier? Mit den Skandinaviern bin ich ja so ein bisschen, habe ich ja so ein bisschen Probleme, aber ich muss sagen, so eine Kräutrigkeit würde ich halt am ehesten in die Schweiz oder nach Skandinavien stecken. Also der schmeckt wie ein Ricola in New Mac aufgelöst. Hinten raus auch so diese leichte Bitterkeit. War ein absolut interessantes Ding. Super spannend, Flo. Vielen, vielen Dank. Also eigentlich prädestiniert für ein Blind Tasting. Da zerlegst du ja wirklich alles. Da sind meine Synapsen gerade sowas von am Limbo tanzen. Die sind völlig überfordert. Ich bin völlig überfordert. Okay, also, ich versuche mal irgendwie mich festzulegen. Region, das ist kein Schotte. Never fucking ever. Kann mir keiner erklären. So, wenn das ein Schotte ist, dann falle ich echt aus vom Glauben ab. Ich sag, das ist ein europäischer Mainland-Whisky. Ich sag, der ist entweder aus Deutschland irgendwie, wie gesagt, Holzrauch geräuchert. Oder es ist halt irgendein Däne. Stowning? Ich glaube nicht, dass das ein Stowning ist, ehrlich gesagt. Könnte es ein Rye-Whisky sein? Warte mal kurz. Moment, da muss ich nochmal rein. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es ein Single Malt ist, ehrlich gesagt. Es könnte auch ein Rye sein. Oder ist es vielleicht sowas wie ein Terenpeli oder ein Kyro? So ein finnischer Rye-Whisky? Die hatte ich noch nicht im Glas. Das würde mich nicht wundern, ehrlich gesagt. Das wäre natürlich sehr, sehr interessant. Ich kenne die halt noch nicht, deswegen ich hatte sie noch nicht im Glas. Oh Leute, also Ich habe hier gerade echt Spaß. Wir müssen jetzt gerade noch kurz ein bisschen durch. Also das ist wirklich interessant. Boah, das könnte im Grunde echt alles sein. Aber bei einem Rye würde es mich nicht wundern, weil da würden diese süßen Noten und diese Kräuternoten, das würde halt passen. Aber der Rauch. Gibt es denn geräucherten Rye-Whisky? Sag mal. Kenne ich einen geräucherten Rye? Nicht, dass ich wüsste. Nee. Abgefahren. Okay, ich will wissen, was es ist. Ich muss jetzt nachgucken. Ich lege mich fest. Ich sage Mainland Europa. Könnte ein Deutscher sein. Könnte in Skandinavien sein. Schweizer Whisky hatte ich bisher noch gar nicht im Glas irgendwie. Könnte auch sein. Ich sag mal, es ist ein Kyro. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich sag finnischer Whisky. Mal gucken, wie weit ich davon weglege geografisch. So, jetzt muss ich mein Messer finden, damit ich hier das Ding aufmachen kann. Leute, meine Ordnung, ey. Himmel, Arsch und Zwirn.
Ja, ich versuche es mal so aufzufriemeln, ohne das Ding komplett zu zerlegen. Ich sage, der hat über 50%. Ich sage, er hat unter 55%. Vielleicht hat er auch 48. Oder er hat 46, aber ist sehr jung. Das kann auch sein. Wenn es ein europäischer Whisky ist, ist es ja nah. Wahrscheinlich ist er dann sehr jung. Ich sag mal, ja, Virgin Oak und oder Sherry. Okay, Leute. Drumrolls. Here we go. Ich bin echt gespannt. Nummer 3. Was ist es? Was ist es? Was bist du? Sag uns, was du bist. Und lasst uns hier. Okay. Alles klar. Gut. Es ist tatsächlich, also hier steht oben drauf, Ricola Kräuterbonbon meets Schwarzwälder Schinken. Also Flo, wir haben hier absolut exakt die gleichen Assoziationen gehabt. Also ich gebe dir vollkommen recht. Es ist tatsächlich ein Schweizer Whisky. Es ist ein Sentis und zwar die Dreifaltigkeit, 52 Volumenprozent, also hier Alkoholstärke war richtig. Alte Eichenbierfässer, okay, weirder Shit. Nicht kühlgefiltert, kein Farbstoff, ist aus der Schweiz. 40 Euro für einen halben Liter. Das finde ich ehrlich gesagt für so ein komplett weirdes Ding eigentlich ganz in Ordnung. Also preis-leistungsmäßig kann man machen. Man muss das mögen. Also das ist wirklich für mich sehr, sehr weit weg von dem Whisky. Aber Flo, ich gebe dir komplett recht. Ricola Kräuterbonbon mit Schwarzwälder Schinken. Also das ist exakt das, was ich hier rieche und schmecke. Ja, Sentis. Das ist wie gesagt diese, ne, diese krassen Kräuternoten. Das passt schon einfach auch gut in die Schweiz. Muss man einfach ganz klar sagen. Aber abgefahren, ist das ein Single Malt jetzt? Ja, Single Malt Whisky, krass. Also diese alten Bierfässer, ne? Das ist richtig weird. Das ist richtig weirder Scheiß, Alter, Wahnsinn. Perfektes Blind Tasting, wirklich echt vielen, vielen Dank, sehr, sehr, sehr cool. Jetzt hatte ich auch mal ein Sentis quasi hier vor der Kamera. Richtig abgefahren. Crazy SF, muss ich sagen. Wirklich, ganz verrücktes Ding. Leute, das war's. Wir waren in der Schweiz. Ich war erst vor ein paar Wochen in der Schweiz. Also in real life sozusagen. Jetzt war ich nochmal aromatisch in der Schweiz. Verrückt. Völlig verrückt. Ich habe schon lange nicht mehr einen so weirden Whisky getrunken, muss ich sagen. Ich glaube, der Onjaba, Elefantendung, der war der letzte Whisky, der so verrückt war. Das Ding hier ist wirklich, das ist crazy. Also das ist schon so weit weg, dass ich sagen würde, weiß ich nicht, ob man das noch in die Kategorie Whisky packen kann, rein vom Aromprofil. Aber wer mal wirklich Bock hat auf Whisky featuring Kräuterschnaps, der ist hier auf jeden Fall ready. Und wie gesagt, das ist ein flüssiger Schwarzwälder Schinken, definitiv. Also Schlengala, meine Heimat, ich komme aus Bamberg, Schlengala lässt grüßen. Das ist wirklich verrückt. Verrückt. Okay, jetzt machen wir den Sack hier zu. Das war's von mir. Blind Tasting Sentis Malt Dreifaltigkeit. Verrückt. Ich bin sprachlos. Das passiert eher selten. Gut. Schreibt mir in die Kommentare. Habt ihr schon Schweizer Whisky im Glas gehabt? Was sind eure europäischen Go-To-Whiskys auf jeden Fall? Was muss man probiert haben im europäischen Sprachraum? Sentis. Crazy. Bis später.